Hi Götz hier und schön, dass du wieder dabei bist. Heute Wunschthema Nummer 1, Encoder. Wir gucken uns an, wie die Hardware funktioniert und wie wir die Dinger nachher mit dem Arduino abfragen. Wenn du noch nicht mal mit normalen Potis gearbeitet hast, dann klick mal gleich oben rechts auf das i, da habe ich euch eine Folge verlinkt, wo ich normale Potis auch erkläre. Normale Potis erkennt man ganz einfach. Sie haben einen begrenzten Bereich, in dem sie sich drehen lassen, mit einem festen Start- und Endpunkt. Darum kann man die Position von einem Poti auch direkt abfragen. Einfach einen Analog-Read-Befehl und schon kenne ich den Wert, also die Position von meinem Poti. Ein Encoder funktioniert ganz anders. Es gibt keinen Start- oder Endpunkt. Dafür kann ich ihn eben endlos und unbegrenzt in beide Richtungen drehen. Ich nenne die Dinger deswegen auch Endlos-Encoder. Nur kann man die Position natürlich deswegen nicht einfach so abfragen. Wie denn auch? Der Encoder hat ja keine festen Positionen. Es gibt quasi unendlich viele Positionen, die er in beide Drehrichtungen haben kann. Es gibt keinen fixen Nullpunkt. Ja, und wie funktioniert das Ganze dann? Man bekommt vom Encoder nur Signale, wenn man daran dreht. Und diese Signale auswerten, in einen Wert, in eine Position umrechnen, auch erstmal einen Bereich definieren, in dem wir arbeiten wollen, das machen wir dann mit einem Arduino-Programm. Okay, bevor wir die Signale auswerten können, müssen wir uns erstmal die Hardware nochmal im Detail angucken, wie die überhaupt welche Signale erzeugt. Hier seht ihr den Encoder Solo und der hat natürlich deutlich mehr Beinchen als unser Poti. Und damit man es jetzt einfacher sehen und verstehen kann, nehme ich einen Encoder, der auf einer kleinen Platine drauf sitzt. Insgesamt hat der 5 Beinchen. Natürlich gibt es Ground, Minus und Plus Strom rein, genau wie bei einem normalen Poti die beiden äußeren Pins. Es gibt einen SW-Pin. SW steht für Switch und das ist der eingebaute Taster. Man kann also auf den Encoder auch draufdrücken. Das hat nicht zwangsläufig jeder und deswegen soll uns das heute auch nicht weiter interessieren. Für den mittleren Pin des Potis hat unser Encoder 2 Pins und diese beiden Pins sind fürs Abfragen der Position zuständig. Technisch gesehen machen diese beiden Pins erstmal genau das gleiche und um euch das zu zeigen, habe ich mal einen dieser Pins und den Ground Pin an meinen Multimeter angeschlossen. Das misst jetzt Durchgang, das heißt, jedes Mal, wenn diese beiden Leitungen elektrisch verbunden werden, piepst das Multimeter. So, und jetzt drehe ich mal und guckt und hört mal, was passiert. Aha, der Encoder stellt mit jedem Schritt, den ich drehe, einfach einen kurzen elektrischen Kontakt her. Genauso wie wenn man beispielsweise auf einen Taster kurz draufdrückt. Und hier seht ihr das Ding auch nochmal von innen. Man sieht ganz deutlich einzelne Kontaktflächen, die dann beim Drehen mit dem Schleifer einen Kontakt herstellen. Und weil es ja 2 Ausgangspins gibt, gibt es eben auch 2 von diesen Schleifern. Wenn der Encoder einfach nur einen kurzen Kontakt herstellt, dann kann man ihn ja auch genauso abfragen wie einen Taster. Das haben wir auch schon mal gemacht. Wer mehr dazu wissen will, klickt jetzt mal oben rechts auf das i. So, angeschlossen habe ich mit der weißen und grauen Leitung Plus und Minus. Und hier mit dem grünen Kabel verbinde ich Pin 3 vom Arduino mit einem der beiden Messpins am Encoder. Und wenn sich jetzt fragt, hey, wo ist denn bei dem Aufbau der Pull-Down-Widerstand? Der ist bei meinem Encoder schon direkt drauf gelötet. Das ist ganz praktisch. So, wie beim Taster gibt es 2 Variablen, das machen wir ja, um immer nur einen einzelnen Wert pro Schritt am Encoder auch zu erfassen. Zusätzlich gibt es allerdings eine Variable, die meinen Wert, also meine Position des Encoders, zwischenspeichert. Das macht eben nicht der Encoder selbst, sondern das machen wir hier mit unserem Programm. Der einzige Unterschied dann zu unserem Taster-Sketch, in der F-Bedingung steht Encoder-Wert +++. Und der Befehl Variable mit +++, den kennt ihr auch schon, der erhöht immer die Zahl in meiner Variable um 1. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal aus und gucken uns das im Serial Monitor an. Und hier erkennt man natürlich ganz easy, dass wir noch ein großes Problem haben. Egal, ob ich meinen Encoder vorwärts oder rückwärts drehe, der Wert steigt immer nur nach oben. Wir können einfach nicht erkennen, in welche Richtung wir drehen, denn wie auch egal, ob vorwärts oder rückwärts, in beide Richtungen gibt es ja nur einen kurzen elektrischen Kontakt. Wir brauchen also eine Möglichkeit, um zu erkennen, in welche Richtung wir den Encoder drehen. Und ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, das hat was mit dem zweiten Pin zu tun. Nur die Frage ist, wie kann das funktionieren, wenn der zweite Pin doch eigentlich genau das gleiche wie der erste macht?
Am Encoder drehen würde auf einem Oszilloskop so aussehen. Mit jedem Schritt, den ich weiter drehe, gibt es einen elektrischen Kontakt und meine Spannungskurve geht kurz nach oben. Und weil ich ja zwei Pins habe, zwei Schleifer, gibt es eben auch zwei Kurven. Wenn man sich die Schleife aber nochmal ganz, ganz genau anschaut, und das ist wirklich schwierig zu erkennen, dann sieht man, dass die nicht auf einer Achse liegen, sondern ein bisschen nach vorne und hinten verschoben sind. Und dadurch wird der Kontakt nicht gleichzeitig hergestellt. Und dadurch gibt es eine zeitliche Verschiebung der beiden Kurven. Und das würde man auf dem Oszilloskop eben auch sehen. So, und das ist das Geheimnis, um die Drehrichtung zu erkennen. Die rote Linie ist die Position von meinem Encoder. Drehe ich vorwärts, messe ich an Pin 1 High und an Pin 2 auch High. Sind also beide Pins High, definiere ich in meinem Arduino-Sketch Wert plus 1. Drehe ich rückwärts, dann macht sich diese Verschiebung bemerkbar. Pin 1 geht High und Pin 2 ist noch Low. Und dann verringere ich den Wert in meinem Arduino eben. Und das werden wir auch gleich in unserem Sketch machen. Wir behalten Pin 1 im Auge. Wenn der auf High geht, gucken wir nach, was macht Pin 2 und entscheiden danach, geht der Wert hoch oder runter. Jetzt ist diese Darstellung mit diesen beiden zueinander verschobenen Rechteckkurven irgendwie Standard, um einen Encoder zu erklären, aber ich finde, das kann auch ein bisschen verwirren. Ja, wieso denn zeitlich verschoben und wodurch tritt diese Verschiebung auf? Und vielleicht hilft den wenigen im Moment noch Rätselnden unter euch diese andere Darstellung. Das Blaue ist der Encoder, das Weiße darauf sind die Kontaktflächen und oben in Schwarz sind die beiden Schleifer. Die sind im Moment beide low. Drehe ich den Encoder in die eine Richtung, dann geht zuerst der eine Schleifer auf High, weil der zuerst den Kontakt herstellt. Drehe ich den Encoder in die andere Richtung, dann geht erst der andere Schleifer auf High. So, und dadurch, dass wir ja in unserem Sketch gleich einen Schleifer, ein Pin bevorzugt im Auge behalten, gibt es eben diese Kombination High-High oder High-Low. So, und jetzt programmieren wir das Ganze. Im Setup fügen wir den Pin 4 als Input hinzu. Dort ist dann der zweite Pin vom Encoder angeschlossen. Und weil wir es ja jetzt so einfach wie möglich programmieren wollen, checken wir den Zustand des zweiten Pins nur dann, wenn die If-Bedingung für den ersten Pin schon erfüllt wurde. Wir wissen nämlich dann schon, der Encoder wurde gedreht. Pin 2 entscheidet jetzt nur noch über die Drehrichtung. Darum schreiben wir in die If-Bedingung eine zweite If-Bedingung rein. Wenn wir am Pin 4 ein High messen, dann erhöhe die Variable um einen Schritt. Und else bedeutet in allen anderen Fällen, und der kann ja hier an Pin 4 nur sein Low, ja, dann senkst du die Variable um einen Schritt. Und das schreibt man mit Variablenname und minus minus. So, und das probieren wir jetzt aus. Ich drehe im Uhrzeigersinn, der Wert meiner Variable geht nach oben. Ich drehe gegen den Uhrzeigersinn, aha, und der Wert geht nach unten. Und im Moment haben wir natürlich noch keinen maximalen Wertebereich definiert, darum geht das Ganze sogar in den Minusbereich. Und es geht natürlich auch, wenn man etwas schneller dreht. Ihr seht also, Encoder arbeiten elektrisch total einfach und lassen sich super einfach mit dem Arduino abfragen. Es gibt natürlich noch Wege, um das zu verbessern, zum Beispiel in der Encoder-Library. Dann habt ihr auch Beschleunigungsfunktionen etc. pp. Aber wir wollen das für heute, für diese Folge erstmal so stehen lassen. Und ihr könnt euch sicherlich denken, jetzt wo ich den Wert meines Encoders als Zahl in der Variable stehen habe, ist es auch kein Hexenwerk mehr, mit dieser Variable den Cut-Off von meinem Monotron zum Beispiel zu steuern. Encoder werden uns in einer zukünftigen Folge nochmal begegnen. Da wollen wir dann noch einen besseren Weg finden, diese abzufragen. In der nächsten Folge wollen wir uns allerdings erstmal die Werte des Encoders angucken. Nicht auf dem Computerbildschirm, sondern auf einem kleinen OLED-Display. Ja, Display war jetzt hier doppelt gemoppelt in dem Satz. Und wir wollen also rausfinden, wie schließen wir die an und wie bringen wir die Dinger mit unserem Arduino, mit unserem Teensy zum Laufen. Wenn ihr also Bock auf Displays habt, drückt fleißig den Daumen-Hoch-Knopf. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare schreiben. Und zählt mal, wie oft ich in dieser Folge das Wort Encoder gesagt habe. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns übernächsten Sonntag wieder. Bis dahin, euer Götz. Ciao, ciao. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Folge entstanden ist, dann klickt jetzt mal oben auf das i. Da gibt es einen Livestream, den ich live beim Aufnehmen dieser Moderation gemacht habe. Und tschüss.